Thessaloniki, 9. Mai 1936. Ein Streik der Tabakarbeiter wird gewaltsam niedergeschlagen. Dennoch greift er auf ganz Griechenland über und 500.000 Arbeiter schließen sich ihm an. Die Polizei schießt in die Demonstrantenmenge. Es gibt 30 Tote und mehrere hundert Verletzte. Der noch fast unbekannte junge griechische Dichter Yannis Ritsas bleibt davon in Athen nicht unberührt. Die Ereignisse haben die Bevölkerung schockiert. Ritsas greift sie auf und verdichtet sie zur Totenklage. Das Ereignis war damals der große Streik der Tabakarbeiter von Thessaloniki, der sich dann zum Generalstreik ausweitete. In dem Moment griffen Polizei und Armee ein und es gab die ersten Todesopfer. Den Epitaphios hatte ich angefangen, ohne davon zu wissen. Ich habe ihn dann in 2 Tagen und Nächten zu Ende geschrieben, ohne zu essen und zu schlafen. Am 3. Tag fühlte ich mich, ganz wörtlich, ausgelöscht. Die Ereignisse in Thessaloniki hatten mich völlig aufgewühlt, vor allem das Foto einer Mutter, die mitten auf der Straße ihren getöteten Sohn beweint. Hier mitten auf der Straße löse ich mein weißes Haar und decke damit zu deines Gesichtes welk gewordene Lilie. Ich küsse deine eisigen Lippen, die schweigen und verschlossen bleiben, als zürnten sie mir. An einem Maitag gingst du fort, an einem Maitag habe ich dich verloren. Μέρα Μαγιού μου μη σε ψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Am 4. August 1936 übernimmt General Metaxas die Macht und installiert die erste faschistische Diktatur in Griechenland. Der Epitaphios von Yannis Ritsas wird verboten und öffentlich verbrannt. Die Metaxas-Regierung, der griechische König und die Armee widersetzen sich zwar der Invasion Mussolinis, aber Hitler kommt seinem Verbündeten zu Hilfe. Am 6. April 1941 marschieren deutsche Nazitruppen in Hellas ein. Das Metaxas Griechenland kapituliert und wird in 3 Besatzungszonen aufgeteilt. Deutsche Panzer und Militärpatrouillen rollen durch griechische Städte. In Athen paradiert die Wehrmacht. Während die Regierung kapituliert und kollaboriert, leistet das Volk Widerstand. Die Nationale Befreiungsfront EAM formiert sich, die Partisanenarmee Elas kämpft gegen die Deutschen. In ihren Reihen auch der Dichter Yannis Ritsas und ein junger Musikstudent namens Mikis Theodorakis. 1944 werden die deutschen Besatzer von den Partisanen der Elas besiegt und ziehen ab. Athen feiert triumphierend die Befreiung. Aber der Jubel ist nicht von langer Dauer. Die ehemaligen Kollaborateure, die englischen und amerikanischen Alliierten installieren ihre eigene Regierung und bekämpfen nun die Befreiungsfront. Der Bürgerkrieg bricht aus. Die Jagd auf rote Partisanen, Kommunisten und Demokraten nimmt barbarische Formen an. Zigtausende werden auf die griechischen KZ-Inseln Jaros und Makronissas geschickt, darunter auch Yannis Ritsas und Mikis Theodorakis. 1949 endet der Bürgerkrieg mit dem Sieg der Reaktion. Die konservative Restauration ist an der Macht und wird tatkräftig unterstützt von der US-Regierung. Polizeiterror, Justizwillkür, fanatischer Antikommunismus und ein allmächtiger Militär- und Beamtenapparat bestimmen das politische Bild. 1957 erscheint der Epitaphios von Ritsas wieder. In Athen regiert Karamanlis, Theodorakis studiert in Paris. In Ελλάδα η επαφή μου ήταν τραυματική, διότι για κάποιον ο οποίος είχε πάρει μέρος. Meine Beziehung zu Griechenland war traumatisch belastet. Wer wie ich oder Ritsos am nationalen Widerstand teilgenommen hatte und erst recht am Bürgerkrieg, hatte es im Griechenland der 50er Jahre sehr schwer. Wir waren die Besiegten und die anderen nahmen jetzt ihre Revanche. In der alltäglichen Praxis hieß das, ich musste mich jede Woche bei der Sicherheitspolizei Asfalia melden und meine Papiere abstempeln lassen. Dabei wurde ich jedes Mal verhört, wo ich wohne, was ich tue, mit wem ich verkehre und so weiter. Arbeit bekam man nur, wenn man eine Genehmigung vorweisen konnte. Dafür musste man wieder zur Asfalia und dort mitteilen, dass man da und da arbeiten wolle. Die Asfalia stellte dann die Arbeitsgenehmigung aus oder eben auch nicht. Eine solche Genehmigung brauchte man zum Studium ebenso wie für den Führerschein und den Pass natürlich. Kurz, man war Bürger zweiter oder dritter Klasse. Πολίτης δευτέρας και τρίτης κατηγορίας.
aber zum Epitaphios von Ritsos. Ich habe Briefe von ihm aus dem Jahre 1957, in denen er mir sein Buch ankündigt. Tatsächlich traf es Ende 1957 in Paris bei mir ein. Im Frühjahr 1958 fanden Wahlen in Griechenland statt und wir wollten zur symbolischen Unterstützung der Linken eine Kleinigkeit nach Athen schicken. Meine Frau sagte, lass uns ein paar griechische Sachen einkaufen. In Paris gibt es einige Läden, die griechische Lebensmittel führen. Ein bisschen Feta, ein paar Sardinen, etwas Chalva, das Übliche. Ich besaß damals einen kleinen Opel und fuhr mit meiner Frau zum griechischen Kaufmann. Es regnete, ich parkte vor dem Geschäft und blieb im Auto. Dabei las ich den Epitaphios. Damals hatte ich alle paar Wochen einmal meine kreative Phase und schrieb, wo ich gerade ging oder stand. An diesem Tag war wohl meine Sternstunde. Ich las im Epitaphios und schrieb sofort die Noten für die ersten Lieder auf den Textrand im Buch. Ich glaube, es waren gar nicht so wenige. Auf jeden Fall über 7, 8 Lieder. Am selben Abend spielte ich sie einigen Freunden auf dem Klavier vor, die aber nicht sonderlich beeindruckt waren. Am nächsten Tag übertrug ich das Geschriebene in 4 Kopien auf die Partitur und schickte eine an Ritsos, eine an Vironas Samiou, einen befreundeten Arzt, der auch mit Ritsos in Verbindung stand, und eine an Manos Chatzidakis.